Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Glauner und ich präsentiere Ihnen die digitale Klimaschule im 4-Minuten-Schnelldurchlauf. Wir sind keine Online-Schule. Wir haben ein mobiles Setup und kommen in die Schulen, ins Klassenzimmer und auch mal zu Events auf der grünen Wiese. Was haben wir dabei? Zuallererst mal unser Klimakraftwerk, das unser Equipment mit klimaneutralem Strom versorgt. Und das besteht aus einem Monitor, Laptop und einem Lautsprecher und aus mehreren interaktiven Displays, die wir für den Unterricht nutzen. Außerdem haben wir einen mobilen WLAN-Router, weil man sich ja manchmal nicht unbedingt auf eine gute Internetverbindung vor Ort verlassen kann oder sollte. Und natürlich kommt ein Klimacoach mit vorbei und führt den Unterricht durch mit eurer Lehrerin. Manchmal kommen wir auch im Team, je nach Klassengröße. Das Einzige, was die Kinder brauchen, sind Smartphones und ein bisschen gute Laune. So, was hat es denn mit der digitalen Klimaschule auf sich? Also zuallererst ist das mal ein privates Projekt der Cool Down Earth Foundation. Das ist eine gemeinnützige Stiftung aus Krefeld in NRW. Und seit September 2020 sind wir im Rahmen der BNE-Aktivität Schule der Zukunft in NRW am Start. Wir haben auch eine Online-Präsenz, da könnt ihr uns direkt online buchen unter digitaleklimaschule.de. Warum überhaupt digitale Klimaschule? Wir nutzen digital als Hebel, um Jugendliche zu begeistern, die dem Klimaschutz noch kritisch gegenüberstehen. Und wir wollen möglichst plakativ erlebbar machen, dass ein klimafreundlicher Lebensstil gar nicht so viel mit Verzicht zu tun hat, sondern Spaß macht und uns bereichert. Bisher klappt es ganz gut. Wir haben super Feedback von den Schülerinnen, von den Lehrern und auch von den Eltern, die uns auch extra schon angerufen haben und gesagt haben, hey, tolle Aktion. Wie ist der Ablauf? Da kann ich natürlich nur ganz grob drauf eingehen. 15 Minuten brauchen wir für den Aufbau. Dabei nutzen wir natürlich sehr oft die große Pause. Wir brauchen etwa eine Doppelstunde und die Gruppenstärke 15 bis 30 Schülerinnen ist eine prima Größe, wobei wir auch gerne die Gruppen teilen und parallel unterrichten. Wir haben aktuell zwei Module und ein Hausarbeitsmodul, entwickeln allerdings auch noch mehrere Module weiter aktiv. Und jetzt möchte ich auch gleich das erste Modul vorstellen. Das ist unser Klimaquiz. Dafür nutzen wir die Software Kahoot. Wirklich ganz toll, sehr empfehlenswert. Aber bevor das losgeht, starten wir natürlich unser Klimakraftwerk, damit unser Equipment auch läuft. Also die Schülerinnen betreiben das und sorgen für Strom. Und dann loggen sich die Schülerinnen auch direkt ein bei Kahoot und quizzen um die Wette. Die Antworten, das ist ganz wichtig, die haben wir nicht einfach nur so als Charts, sondern wir haben sehr viele unterhaltsame Erklärvideos, damit die Inhalte auch wirklich hängen bleiben bei den Schülerinnen. Und am Ende gibt es eine Siegerehrung. Das ist natürlich nur, wenn ihr das wollt. Das ist sehr unterschiedlich, aber macht sehr viel Spaß. Modul 2, digitale Helfer. Dann nutzen wir unsere interaktiven Illustrationen, die die Schülerinnen mit ihren Smartphones scannen können. Und dann in Gruppenarbeit bearbeiten sie die Apps, die dahinter stecken, oder auch die Webangebote und stellen sie dann gemeinsam in der Klasse vor. Und da kann man sich gut vorstellen, da wird in der großen Runde dann sehr viel diskutiert und bewertet. Manchmal gibt es sogar Rankings. Das ist sehr unterhaltsam. So, dann sind wir auch schon bei der Hausarbeit, bei der kleinen Klimashow. Da nutzen wir auch eine sehr tolle Software, Simple Show. Schaut sie euch mal im Netz an. Und da bekommen die Kinder am Schluss eine kurze Einweisung in der Klasse, damit sie dann zu Hause einen Trickfilm erstellen können, um das Erlernte dann zusammenzufassen. Und bei der nächsten Stunde wird das dann präsentiert. Da können Sie selbst Texten gestalten, das sogar auch synchron sprechen und da entstehen tolle Dinge, wie zum Beispiel in der digitalen Klimaschule gibt es clevere Quizfragen, lehrreiche Videos, verrückte Lügengeschichten und Apps, die ihr in Gruppenarbeit selbst ausprobieren dürft. Ach übrigens, der Strom, den wir im Unterricht verbrauchen, der bringt euch zusätzlich ins Schwitzen. Denn den Strom dürft ihr mit einem Fahrrad selber machen. Mit unserem kleinen Klimakraftwerk. Lasst euch überraschen. Bis bald. Wir freuen uns auf euch. So, das war's. Unter digitaleklimaschule.de findet ihr uns
Unser Angebot ist kostenlos und unbezahlbar, wie wir meinen. Hier seht ihr auch gleich, wie ihr das im Zweifel buchen könnt oder zumindest eine Anfrage stellen könnt. Wir reagieren sehr schnell. Wir haben einige Anfragen schon und sind aber sicher, dass wir einen Slot für euch finden. Herzlichen Dank.